Unser heutiger Gast ist sowas wie die Katrin Bauerfeind unter den Zimmerfreigästen. Es ist nämlich Katrin Bauerfeind, jetzt bei Zimmerfrei. Und hier kommen Christine Westermann und Götz Altmann. Schöne Menschen von Köln. Und hier ist eine großartige Kollegin, Freundin, Schwester im Geiste, die ihn verrät, wer heute unser Gast ist. Sie ist eine wunderschöne Frau, sie ist eine richtig kluge Frau und Gott sei Dank macht sie Fernsehen. Und wir freuen uns sehr, dass sie zum zweiten Mal hier ist. Und endlich mal wieder jemand im anständigen Nachnamen, mit einem bildhaften, aussagekräftigen Namen. Katrin und mit Nachnamen Bauerfeind, unser Gast bei Zimmerfrau heute. Willkommen. Danke, danke. Hallo. Hallo, ich freue mich so hier zu sein. Wir danke für die Einladung. Danke, dass du gekommen bist. Sehr gerne. Du weißt, zum zweiten Mal kommen unsere Lieblingsgäste. Ja, deswegen fühle ich mich ja so geehrt. Dann wollen wir doch direkt anstoßen. Wir freuen uns total, was du zu essen bestellst. Ja, ich freue mich auch. Und bei uns zu Hause gibt es das ja nur. Bei uns zu Hause gibt es immer Feschbo. Es gibt halt mittags warm und abends gibt es Feschbo. Ja. Und hier gibt es das ganz selten. Bei uns heißt, du kommst irgendwie aus Tansania. Genau, da wo die Leute so komisch sprechen. Ja. Das Bad Württemberg. Ja, also nee, Tansania war Deutsch-Südost, aber Deutsch-Südwest, also Bundesrepublik Südwest. Ja. Aalen mit Doppel-A. Ja, genau. Hier im Sendegebiet gibt es ja Aalen mit H, das weiß genau, ich. Genau, ich weiß. Aber das ist es nicht, Aalen mit AA. Aber viel wichtiger ist, dass du auf diesen Teller nur die langen magst. Die kurzen magst du gar nicht. Doch, ich mag alles. Ich mag eigentlich jede Wurst. Ich mag Wurst so gerne. Und ich habe gedacht, solange man das noch laut und öffentlich sagen darf, dass man Wurst. Das muss rausgeschnitten werden. Muss schon rausgeschnitten werden. Du weißt, das wird ernsthaft gewogen, aus Humphrey Bogart-Filmen all die Szenen rauszuschneiden, wo er raucht und trinkt. Ne? Das heißt, die Humphrey Bogart-Filme sind im Zukunft noch 2 Minuten lang. Ja. Und jetzt sagen ja aber alle, in 20 Jahren wird halt Wurst und Fleisch ja das neue Rauchen sein. Also ehrlich? Ähnlich verpönt. Und deswegen habe ich gedacht, aber mit Rauchen kann man dann wieder anfangen, oder? Wahrscheinlich. Ja. Wir gucken mal. Toll, dass du das bestellt hast. Was trinken wir hier? Aperol mit Birne? Ich hoffe, dass es Birnen-Cidre mit Aperol ist. Ist da Alkohol drin? Ja, ja. Es gibt natürlich noch viele andere Bitter-Alkoholgetränke. Ne, es gibt noch viele andere. Also, ihr andere müsst mehr. Alle auch das trinken, was ich trinke. Und ich habe einfach 3 Getränke bestellt. Und ja, probier mal, wie ist das? Was ist da für ein Fruchtsaft beigemengt? Bisschen wie Kindergeburtstag. Aber ich habe gedacht, das passt. Das passt, ja. Kindergeburtstag für Erwachsene war immer unsere Devise, ja. Boah, die Wurst ist super. Beim letzten Mal, als du hier warst, gab es Linsen. Und Spätzle. Kannst du dich sonst noch an was erinnern? An die Sendung? Ja, an alles, glaube ich. Wir haben mit Torten Sachen gemacht. Ja. Und niemand hatte hinterher eine Torte im Gesicht, was ich wirklich unprofessionell von uns finde. Was im Ruhrgebiet eine interessante Aussage ist, meine Damen und Herren. Warum fandst du das unprofessionell? Hier standen 7 Torten und niemand hat sich getraut, dem anderen eine Torte ins Gesicht zu drücken. Das finde ich, im Nachhinein werfe ich uns das vor, dass wir das nicht gemacht haben. Hab ich das auch nicht gemacht? Einfach. Ich bin da eigentlich für meine Ruchlosigkeit bekannt. Ja, ich habe auf dich gesetzt, aber du hast das auch nicht. Ich weiß auch nicht, was mit dir los war. Von dir. Wir gucken uns jetzt mal an, was sonst noch passiert ist in der Sendung. Herzlich willkommen, Katrin Bauerfeind! Die Schublade wieder nach oben. Was sehen wir da? Eine Schulklasse? Sehr gut. Die Schule, sehr schön. Die Was machen die in der Schule? Die halten Schubladen hoch. Ja. Schön. Mal nur so in der Eisdiele stehen und mal nur so die Waffeln über den Tisch geben und dann gibt's nur 4 Sorten, das wäre doch irre toll. Wie war das, dass ich dich gerettet habe? Scheiße war das! Eine riesengroße Scheiße! Ich war gerade mitten in einer kosmetischen Behandlung, da muss diese Scheißhöhle mich da rauszerren. Jetzt bin ich erst halb fertig, genau wie die da. So ein Dreck.
Was mag das für eine Schule sein? Sport. Nein. Sag mal, vergiss das Heben. Wo findet das Ganze statt? In der? Fachhochschule! Ja! Ja, oder? Also da... Also, ja. Das ist jetzt 7 Jahre her. Das ist 7 Jahre her. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Christine und ich haben uns überhaupt nicht verändert in der Zeit. Aber du warst damals Ponyträgerin. Jetzt bist du Scheitelträgerin. Wisst ihr, was ein Freund von mir zu dieser Frisur damals und zu diesem Outfit und so, der hat das neulich, haben wir alte Bilder angeguckt und hat gesagt, boah, das ist aber noch sehr Stuttgart. Und ich finde, dass es das ganz gut trifft. Nee, ich finde gar nicht. Ich finde, dass das der Zeit total voraus war. Ja. Das damenhafte Outfit. Von der Frisur. Das ist das, was man in 4, 5 Jahren wieder, wollen alle wieder so aussehen. Und dann hast du es schon. Das stimmt. Grab. Ja. Das stimmt. Ich bin echt weit vorne. Kannst du dich gut im Fernsehen sehen? Nee. Also wenn ich mich da jetzt die ganze Zeit so kaputt lache und so, ne? Aber schöne Lache hast. Findest du? Ja. Finde, also das merkt man ja selber nicht. Dann wirft man, wir hatten ja diese Kletteier oder was das waren. Mhm. Wir waren als Katzen verkleidet und mussten uns ja diese Kletteier auf die Kostüme schmeißen. Damit die, und da, was ich da wegkichern kann, und das siehst du ja auch zum ersten Mal hinterher im Fernsehen. Und man denkt, oh Gott, ist die doof. So, das finde ich schwierig. Aber ehrlich. Hättest du es nicht gemacht, dann hättest du dir gedacht, boah, ist das eine Spaßbremse. Das stimmt, aber was soll ich tun, Götz? Sei du selbst. Da geht's schon wieder los. Der wichtigste Tipp. Ja, weil das sagen einem immer alle. Sei einfach du selbst, dann wird alles gut. Du hast ja Saxophon gespielt und dann hast du eine Weile nicht so oft und jetzt spielst du wieder häufiger. Im Fernsehen spiele ich jetzt wieder häufiger Saxophon. Nee, irgendwo habe ich gelesen, dass du wieder häufiger Saxophon spielst. Und das, wenn du die alten Aufnahmen hörst, dir manchmal die Tränen kommen. Also, oh Gott, ich habe völlig falsche Informationen. Nee, die alten Aufnahmen mit ihrer Schulband von früher. Ja, das ist aber natürlich... Aber warum muss man da weinen? Ja. Oh. Musst du auch mal deine Erklär das bitte mal. Ich muss auch immer weinen, wenn ich meine Platten höre. Ich denke, die hätte man alle besser machen können. Aber es ist natürlich auch eine ganze Welt, die da plötzlich vor einem aufsteigt. Bilder, die sich bilden. Das ist Nostalgie. Bilder, ich bin die sich bilden. Vergiss nicht, was Sie gehört haben. Aber du bist doch noch so jung. Und ich bin also so nah am Wasser gebaut. Heute. Und dann, weißt du, da hängen so viele Emotionen dran mit Musik, die du in so einem Orchester selber gemacht hast. Genau. Und wenn ich das höre, dann ist es auch ganz furchtbar. Ich renne dann durch die Wohnung und dirigiere mit und gebe den Einsatz für die Pauken und die Trompeten und so. Und das ist einfach so meine ganze, meine Jugend. So. Ja. Oh Gott, 34. Was sagt das über meine Jugend? Das ist keine Altersfrage, Christine. Die Nostalgie macht vor jungem Alter nicht halt. Boah. Philosophie? So. Leicht gemacht. So wollte ich es eigentlich auch sagen. Philosophie für jeden. Ja. Wie gut hat es das Leben mit dir gemeint, Katrin? Hier gibt es auch Wurstsalat. Ist ja irre. Wo sind die Teller dafür? Das hättet ihr mir sagen müssen. Wir kriegen noch Teller, wenn wir das laut genug sagen. Wir brauchen keine Teller. Wir haben doch hier, wir können den Wurstsalat mit den Fingern aus der Schüssel essen. Oh, so wie bei dir zu Hause. Hier ist der Wurstsalat. Soll ich dir den mal rübergeben? Ist er aus der Schüssel? Ja, klar. Mach ich mit. Okay, cool. Meine Damen und Herren, gerade jetzt ist der Moment, da habe ich das Gefühl, wir könnten uns stundenlang über Wurstsalat unterhalten. Ja, wirklich. Aber es geht nicht. Sag mal, wie gut es das Leben mit dir gemeint hat in den letzten Jahren. Na, aber nicht jetzt, weil ich jetzt ein Spiel ankündige. Ach so. Aber ich esse doch keinen Wurstsalat. Das Leben meinte sehr gut mit Katrin, weil jetzt das erste Spiel kommt. Und ich würde gern wissen, um was es sich handelt. Ich weiß es aber nicht. Denn, meine Damen und Herren, ab und zu ist es so, dass bei uns jemand auftaucht und konfrontiert uns mit einem Spiel, von dem wir selber nichts wissen. Das ist nicht irgendwer, das ist unser staatlich geprüfter zimmerfreier Nutter! Bekommen. Sie können ja gleich weiter essen. Mhm. Frau Bauerfein, Sie haben mal gesagt, reden, essen, spielen, das wäre das, was Sie an Zimmerfrei so toll finden. Und bereue ich das, dass ich das gesagt habe? Nein, ich glaube, Sie haben recht, Frau Bauerfein. Und reden, essen, spielen ist ja auch das, was man vielleicht, sind die schönsten Momente in einer Beziehung. Und Sie drei haben ja im Moment gerade eine Beziehung. Ich werde nun gleich Sie nacheinander zu diesem Tisch führen. Ja. Dort werden Sie sich ein Leckerli in den Mund stecken dürfen. Oh Gott. Mhm. Dann einen Satz sagen mit vollem Mund, das ist diesmal erlaubt. Und die jeweils beiden anderen müssen erraten, welcher Satz das sein könnte. Ah. Okay. Laut dann schreien, wenn man ihn denkt zu erkennen. Wir können hier etwas näher rangehen. Ja. Sie bitte auch hier vielleicht an diese Seite. Wir stecken uns was in den Mund und sagen, was die anderen sollen raten, was es war. Genau, ich mache es ein bisschen schwieriger. In einer Beziehung hat man ja Stimmungsschwankungen. Ich würde eine kleine Aufgabe, eine Stimmung vorgeben. Und in dieser Stimmung müssten Sie dann den
die Aussage treffen. Frau Westermann, wenn Sie vielleicht anfangen möchten. Ich soll sagen, was ich esse. Nein, nein, ich sage nein, Ihnen jetzt gleich sagen, was du sagst. Ich soll sagen, was ich esse. Da haben wir für Sie einige Zitronen vorbereitet. Oh, ist das gemein. Ja. Und ich würde Sie nun bitten, in Mundhöhle üppig zu befüllen damit. Und muss ich irgendwas machen? Ja, ich sollte. Ach, die Aufgabe kommt dann. Oh, das sind ja richtige Zitronen. Ja. Also wer in der Sinne richtig Alkohol trinkt, darf auch richtige Zitronen in den Mund stecken. Das geht auch mal ohne Tequila, ne? Vielleicht noch einer? So, nun nicht die essen, Aufgabe. Achten Sie drauf. Nun die Aufgabe. Nicht essen, Sie müssen ja noch sprechen können. Ihre Aufgabe. Mache deinen beiden Mitspielern eine schmachtende Liebeserklärung in einem Satz. Deutsch, du wolltest schon immer einen Zungenkuss, möchte. Das war ja deutlich zu hören. Frau Bauerfeind, ja. Für Sie hätten wir Eiswürfel. Oh. Vielleicht einige in den Mund stecken. Ich hoffe, dass für mich nicht nur die Hundekacke übrig bleibt. Gerne noch ein paar mehr. Sagen Sie mal eine Zahl zwischen 1 und 10. Gut. Gut, ich habe nichts verstanden. Das lasse ich durchgehen. Ihre Aufgabe. Hab eine Hybris und feiere dich selbst mit maximal 3 Worten. Ich bin geil. Warte. Sehr schön. Wir haben hier so Tücher vorbereitet, falls Sie die Speisen loswerden möchten. Marsch, mehr los. Schöner deutscher Imperativ. Ja, Marsch, mehr los. Sehr, sehr gut, Herr Notar. Ja, danke. Ich glaube, ich habe in 60 zimmerfreie Sendungen das Zeug schon. Ich glaube, das muss ich Ihnen nicht beibringen, das ist richtig so. So ist wunderbar. Herr Alsmann, Ihre Aufgabe? Das ist fies, das will doch noch jemand essen. Rechtfertige dich in einem Satz, warum du immer mit vollem Mund redest. Ich hab's nicht verstanden. Sag's noch einmal. Ja, ist nicht verstanden. Sagen Sie einfach irgendeinen Satz. Weil ich immer mit vollem Mund spreche. Ja, schade. Ich hab's nicht verstanden. Ich habe gesagt, weil alle anderen Personen futterneidisch sind. Natürlich. Das hast du auf gar keinen Fall gesagt. Doch, das habe ich gesagt. Wunderbar. Das war ein sehr spannendes, sehr kurzweiliges Spiel. Ja. Und ich finde, Frau Westermann, Sie haben es in meinen Augen gewonnen. Das muss man sagen. Ich sehe, du warst toll. Du warst toll. Wie fandst du mich, Katrin? Super. Dankeschön. Super. Ich gehe dann mal. Der Notar, meine Damen und Herren! Macht dir das eigentlich was aus beim Zungenkuss, wenn der Lippenstift weg ist? Ich trage so selten Lippenstift, echt? Ehrlich gesagt. Ja. Sieht damit ich immer zum Küssen bereit bin. Nein, ich trage den eigentlich nur im Fernsehen und da kommt man ja relativ selten zum Knutschen, wie wir wissen. Bis heute war das so. Wir haben noch gar nicht geknutscht, die Sendung, aber... Es kommt ja noch. Boah. Genau. Unser Kollege Lutz van der Horst hat eine gute Freundin von dir getroffen, die eigentlich wirklich nur Schönes über dich erzählt. Ich treffe jetzt eine gute Freundin von Katrin Bauerfeind auf dieser Karnevalssitzung in Köln-Ehrenfeld. Und da habe ich mir das Verrückteste angezogen, was ich im Kleiderschrank hatte. Diesen roten Pullover. Caroline Kebekus ist genau wie ich. Eine kölsche Mädchen. Und Katrin Bauerfeind nicht, muss man sagen. Kommt aus dem Schwabenländle. Ja, das ist ein Aaler Mädchen. Ja, aber kommt in unsere schöne Stadt, macht hier auf Karneval. Wie finden wir das? Sehr, sehr gut. Echt? Ich finde das sehr gut. Die Katrin hat ja, das wissen nicht viele, aber die war mal ein Funke-Mariechen. Also ein, wie nennt man das in Aalen? Ein Aale-Mariechen. Ja, ein Aales-Mariechen. Aales-Mariechen. Nee, die hat richtig in so einem Tanzbataillon die Beine geschmissen. Hast du das gesehen? Ich habe das mal live gesehen. Und wie war das? Es war fantastisch. Ja. Aber man muss sich natürlich im Leben entscheiden, ne? Ja. Schreibe ich ein Buch oder bleibe ich Funke-Mariechen? Oder man schreibt ein Buch über Funke-Mariechen.
Das ist immer noch eine Option. Ja. Und ist sie auch jemand, kann sie Kölsch zum Beispiel? Ich glaube, sie ist lange noch hier, ja. Also sie kann zumindest gut vortäuschen. Also wenn sie viel getrunken hat wahrscheinlich. Trinkt sie auch gerne Kölsch? Ist das vielleicht die Lösung? Ja, also ich muss sagen, wenn es eine Sache gibt, die Katrin und mich wirklich verbindet, dann ist das der Alkohol. Also das kann man einfach so sagen. Das klingt aber sehr, sehr schön. Wollen wir mal in die Bütt? Ich würde mal gerne mit dir auch in die Bütt gehen. Ja, ich wollte... Da möchte ich jetzt eine Alkoholgeschichte haben. Ach so, ja, Moment. Hast du eine Alkoholgeschichte? Nein, das ist privat, das sage ich nicht. Nö. Nee, das ist einfach, wenn ein Mensch vielseitig talentiert ist, dann kann man das doch sagen. Und ich finde, Katrin ist tatsächlich eine der talentiertesten Menschen, die ich kenne. Echt? Ja, absolut. Sie ist todlustig, ist wirklich eine der lustigsten Frauen, die ich kenne. Unfassbar talentiert am Glas. Die ist dann auch noch so schlau dabei. Und manchmal, wenn wir uns unterhalten und dann sagt sie so schlaue Sachen und dann denke ich so, boah, ist sie schlau. Und dann tue ich so, als würde ich das, hätte ich das auch gewusst. Und sag dann so, ist das so? Aha, ja, das wollte ich auch sagen. Und eigentlich führt sie dann so ein bisschen Monolog, aber sie merkt das dann gar nicht. Wahrscheinlich hat sie bisher immer gedacht, dass ich auch so schlau wäre. Jetzt fliegt alles auf heute Abend. Wie ärgerlich. Aber du wolltest auch noch ein Ständchen hier singen, ne? Ja, ich wollte hier ein Ständchen singen. Sollen wir das machen jetzt? Ja. Oh, oh, Katrin, ich hab mich verloren. Verloren an dich. Oh, oh, Katrin, ich bin neu geboren. Neu geboren durch dich. Ich will niemals im Leben ohne dich mir Sinn, der nur mit dir Hemming Leve wirklich Sinn. Oh, oh, Gott. Jetzt kurz, das reicht, danke. Schluss, danke. Tschüss. Unglaublich, Herr Van der Horst. Irgendwo in Köln. In einer fremden und seltsamen Welt. Was ist denn todlustig? Das hat sie doch gesagt. Sag mal, ist es jetzt so neu statt geil oder statt geil lustig oder so? Nee. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Todlustig klingt eher wie so ein Brief aus den 20er Jahren für mich. Ja, also es ist wahrscheinlich jetzt wieder Bauhaus. Ganz vorne mit dabei. Weißt du, wie meine Frisur. Es hat man ist am Bauhaus gesagt wieder, wahrscheinlich. Ja. Ja. Sehr talentiert am Glas. Ich bin ihr sehr dankbar, dass sie das nochmal hier angebracht hat. Wie viel braucht, aber hat sie recht. Wie viel brauchst bist du? Wie viel Baileys brauchst bist du richtig? Ein. Ich brauche echt. Ja, pass auf, aber die Geschichte geht noch weiter. Ich bin nach einem Glas, egal was, total angeschickert, mega lustig und so, kicherig. Ja. Und das halte ich dann aber bestimmt 9 Gläser, auch egal von was. Und das ist doch schon mal eine Ansage. Das ist super. Ich habe halt mega Kondition. Ja, also aber halt dann lass es, damit die Sendung endlich lustig wird. Kann ich was anderes dran? Nein! Ich will lieber ich trinke 17 Gläser Champagner. Ja. Okay, wir zählen okay, mit. Abgemacht. So, und ihr Ex? Bailey? Ja, natürlich. Damit es gibt doch noch andere Sahneliköre, zum Beispiel Nutella. Und jetzt ein Leberwurstbrot. Ich muss ehrlich sagen, das habe ich das letzte Mal getrunken, glaube als du da warst. Ansonsten das letzte Mal, als ich im zweiten Semester morgens um 9 noch nicht wusste, wie ich das Seminar um 10 überstehen sollte. Und das hat dann auch funktioniert. Warst du so einer? Bitte? Ja, du weißt genau, was ich meine. Du hast doch niemals irgendwas schleifen lassen im Studium. Mm-mm. Vielleicht schaut ja mein Sohn zu, ich möchte nicht darüber sprechen. Nein, ich hatte eine gewisse Phase, wo ich so hauptsächlich rumsaß und las, ich glaube, dänische Comics. Und dann irgendwann las ich die und dann fiel mir auf, dass die eigentlich für Jugendliche bis 8 geschrieben waren. Da habe ich allerdings gefragt, was mache ich eigentlich hier mit der Zeit, die andere für mich finanzieren? Und da habe ich dann angefangen, mir Gedanken zu machen über die Zukunft. Ja. Mhm. Hat aber nichts gebracht. Ich muss mal eben weg. Der Harald Schmidt, der dich für eine tolle Frau und eine sehr begabte Frau hält, der hat mal zu dir gesagt, mach niemals Comedy. Und daran hast du dich bis heute gehalten. Was müsste passieren, damit sich das ändert? Mehr Alkohol. Nee, ich bin gar nicht mehr so sehr Anti-Comedy, ehrlich gesagt. Mhm. Ich finde eigentlich, ich habe gar nichts gegen Comedy. Ich fand nur, den Einstieg über Comedy zu machen, das fand ich schwierig. Weil ich hatte auch noch einen Vater zu Hause sitzen, der immer gesagt hat,
Mädle, mach nichts Lustiges, aus der Nummer kommst du schon nie wieder raus. So, also wenn man einmal damit angefangen hat, kann man nichts Seriöses mehr machen. Aber wenn man Seriöses gemacht hat, dann... Sagst du seriös? Wie schön, dass du jetzt kommst. Ja. Aber wenn man mal was Seriöses gemacht hat, dann kann man auch wieder was Lustiges machen. Das ist meine Devise. Und ich bin eine Schildkröte. Und auch ihr verkleidet euch jetzt bitte als Schildkröten. Darf ich unsere lieben Kolleginnen und Kollegen bitten? So, das wird jetzt eingekleidet als Schildkröte. Und wir sind deswegen Schildkröten. Schildkröten sind sehr, das kann man sagen, entschleunigte Lebewesen. Ja, ich liebe Schildkröten. Ja, und Entschleunigung ist, wir reden jetzt nicht von deinen lukullischen Vorstellungen. Mir geht es jetzt um die Tiere, die man beobachten kann. Und auch du hast die Entschleunigung in dein Leben gelassen. Wir wollen das jetzt üben. Und dazu brauchen wir einen Entschleunigungsspezialisten. Bitte begrüßen Sie unseren Entschleunigungstrainer, Stephen Appleton. Also, wir wollen ja alles ein bisschen entschleunigen hier, ne? Aber dennoch wollen wir fit bleiben, denn Entschleunigung ohne Fitness ist gar nichts. Also, wir fangen erstmal an mit einer kleinen Übung. Ich bitte euch ganz entschleunigt, um mich herumzurennen, aber so langsam es geht. Sehr gut, das Gesicht wird mit eingebunden, das ist sehr wichtig. Auch im Gesicht haben wir Muskeln, die müssen angestrengt werden, aber bloß nicht ins Schwitzen kommen. Ja, wahnsinnig gut. Und noch langsamer. Oh yeah, werden die Muskeln schon warm? Oh yeah, spürst du's, Baby? Oh yeah. So, wunderbar, ich glaube, das reicht schon, sonst kommen wir hier nicht mehr weiter. So. Und jetzt gehen wir über in die nächste Übung. Basketball. Na los, was ist hier los? Wo ist der Ball? Stell dir einen Ball vor, wir machen alles ohne Ball. Also wir können ja zusammenspielen. Langsamer springen, bitte langsamer springen. Das geht nicht. Man kann ja nicht langsam springen. Doch, das geht, pass auf, man kann sehr langsam springen. Oh, ist das Basketball? Jetzt nicht ah, wusste ich gar nicht. Nein, ich bin doch dein Gegner. Ach so, fantastisch. Oh, ich springe jetzt ganz hoch, ganz langsam. Oh Gott. Und? Und rein in den Korb. Wahnsinn, jawohl. So, wunderbar, wunderbar. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. So, und jetzt zu unserer letzten Übung. Ja, wir wollen den Oberkörper ein bisschen in Gang bringen. Also, jetzt machen wir Boxtraining. Wir machen zusammen, ihr macht zusammen. Und los geht's. Wunderbar. Noch langsamer. Oh. Entschuldigung. Wunderbar. Sehr gut, liebe Schildkröten. Das war eine tolle Aktion. Oh. Katrin hat mich ausgenommen. Ihr seid großartig. Morgen machen wir weiter. Ich danke euch sehr fürs Mitmachen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Bye, bye. Steve Appleton, meine Damen und Herren. Unser alter Freund Steve Appleton, Held von Tausenden von Zimmern bei Bilderrätsel. Du darfst den Schildkrötenpanzer ablegen. Darf ich ihn auch anlassen? Wenn es geht. So. Das sieht sehr schön aus. Das siehst aus, als wärst du als wie so ein irregeleiteter Weihnachtsengel, siehst du im Augenblick. Auch das wollte ich immer schon mal sagen. Jetzt kommt etwas, meine Damen und Herren, auf das wir uns normalerweise freuen, und zwar das Zimmer frei! Das Zimmer frei! Das Zimmer frei! Danke! Das Zimmer frei Bilderrätsel ist normalerweise etwas, was unser Gast raten muss. Wenn der Gast ein zweites Mal kommt, dann müssen wir es raten und darauf freuen wir uns überhaupt nicht. Aber dennoch, da müssen wir durch. Bitte, das ist deine Aufgabe, Katrin. Oh. Oh, Katrin, ich kann nicht mehr. Oh. Das ist mir schlecht. Ich platz gleich, echt. Ich kotz gleich. Hier oben habe ich's, hier oben. Ich brauche einen Schnaps, sonst schaffe ich's nicht nach Hause. Oh, bitte kein Nachtisch mehr, ja? Ihr seid so ekelhaft. Oh. Das ist ja alles so ekelhaft. Oh. Auf keinen Fall mehr von Essen reden, sonst... Entschuldigung. Oh. Wer hat das denn alles gegessen? Oh. Ich doch nicht. Oh.
Rücken. Oh, ich kann da nicht mehr aufstehen. Oh, ich mach gleich mal einen Knopf auf. Ja. Anders? Like Vollweiber? Nein? Voll? Voll? Was ist mit? Fast. Voll ist voll, kommt voll drin vor? Ja, die sind sehr voll alle. Voll ist ein richtiges Wort dafür? Nee. Nee. Aber das ist schon mal richtig erkannt. Wir sind sehr voll. Prall? Nee, das ist, führt vom Thema weg. Satt? Ja. Satt? Satt? Ja. Satt ist ein Wort? Ja. Oh. Sat 1? Nee. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich habe das nur so gesagt. Sat ist ein Wort. Sat. Saturiert, satt. Nee, das muss doch was mit drei Mädels zu tun haben. Weiß ich nicht, oder? Richtig, sehr richtig, sehr heiß. Drei satt! Ja! Drei satt! Dreisatt! Ja! Ich hab's geraten! Das gibt's gar nicht. Aber ich rate nie. Ich rate doch nicht mal, wie ich die Einblendung lese. Ich rate nie. Ja? Dreisatt. Ein kleines bisschen Hilfe hat sie schon. Christine Westermann! Ja, für mein Selbstwertgefühl gut, so kurz vor Ladenschluss, muss ich sagen. Ja, ganz schön, genau. Ach so, wir müssen aufs Zimmer. Wir können aufs Zimmer. Ja, okay, jetzt schon. So, geht mal rauf aufs Zimmer, damit die Sendung endlich Niveau bekommt. Katrin hat einen sehr, sehr schönen Wunsch. Oh. Einen Traum. Mit kleinen Dingen. So. Katrin sagt, mein Traum ist eine Hängematte in einem verwilderten Garten. Ja, und das wir stimmt. Haben dir einen verwilderten Garten. Da darf ich das meine? Ja, und du kannst die, wenn du willst, kannst dich nach hinten lehnen. Oh. Dann gibt das Ding auch eine Hängematte. Das mache ich auch mal. Cool. Du liegst und du darfst nur schaukeln. Ja, wahrscheinlich komme ich nicht mehr raus, wenn ich einmal drin liege. Was passiert im Idealfall? Du legst dich in eine Hängematte und dann? Ja, das ist echt einfach so ein Sehnsuchtsort. Ich habe immer so eine Idee von, weißt du, man hat ja immer so komische Träume im Leben oder so Ziele. Und eins davon ist dieser verwilderte Garten, in dem eine Hängematte hängt. Und ich weiß gar nicht, was dann passieren würde, wirklich, wenn das so wäre. Aber für mich ist das so ein Ruhepol, weißt du, so ein... Hast du Sehnsucht nach Ruhe? Ja, ich habe immer Sehnsucht nach Ruhe. Aber ich finde, die Welt ist ja auch sehr laut. Und je nachdem, wo man wohnt zum Beispiel, ich wohne mitten in Köln, das Leben ist schon immer sehr laut. Und ich komme ja eigentlich eher vom Land. Ich komme ja eigentlich eher aus dem verwilderten Garten. Wir hatten nie eine Hängematte, aber gut. Und das ist, glaube ich, so eine Sehnsucht danach vielleicht auch ein bisschen. Es ist immer so ein bisschen Heimat im Herzen, weißt du? Die Idee von Heimat immer dabei haben, ist das wahrscheinlich auch. Warum suchst du dir denn nicht so einen Ort, der ruhig ist? Ich habe immer die Idee, dass man dann so weit raus muss aufs Land, dass man das dann schon, weißt du, dass man so gar nicht mehr, dass man so ab vom Schuss ist und so. Und das, der Preis für Ruhe ist mir dann zu hoch. Das will ich auch nicht. Ich bin vielleicht noch gar nicht bereit für den Garten. Deswegen ist es total schön, dass ihr mir den jetzt heute gemacht habt. Ja, sehr gern. Du bist 34 und 33. Sorry. So, ja. Aber komm, in diesem Jahr 34. Ist das wichtig jetzt, dass es erst 33 ist? Ja, dass man auf jeden Fall noch nicht 34 ist. Okay. Das im Sommergeburtstag ist auch noch ein bisschen hin. Ne? Ja, ja. Genau. Als du 30 wurdest und kurz danach hast du so sinniert und hast gesagt, so in dem Alter jetzt sind manche Träume ausgeträumt. Mhm. Wie kommt man auf so eine Idee? Träumen kann man doch immer weiter. Das stimmt, aber das Lustige am Jungsein, ohne jetzt sagen zu wollen, dass ich wahnsinnig alt bin, aber der Gag an diesen Anfang 20ern ist ja immer, dass alle einem sagen, so die Welt steht dir offen, alle Türen stehen dir offen und dass das ja stimmt. Das stimmt eben, wie ich finde, bis zu, bei mir war das 30, wo man dann auf einmal merkt, so diese, weißt du, all die Träume, die man hatte, all die Ideen zu sagen, jetzt haut man nochmal in den Sack und fängt nochmal irgendwo von Was vorne an. Was hat sich an, denn erledigt, welche Und studiert Träume? In Paris ja. zum Beispiel, weißt ja, du, und du fängst einfach nochmal an zu studieren. Ja, dann bist du, wenn du Anfang 30
30 bist, immer die, die Anfang 30 ist, während alle anderen 23 sind. Und die das dann schon nochmal macht, um sich quasi so einen Traum zu erfüllen. Aber weißt warum? Du? Warum bist du so eng im Kopf? Geht auch nicht so. Ja, finde ich eng. Ah, okay, ja, das kann durchaus sein, dass das eng ist. Also, wenn du Lust hast, nochmal in Paris. Ja, das findest du aber nicht, dass das eher nur so eine Theorie ist. Also, ich bin total d'accord, diese Idee von, es ist nie zu spät im Leben und man kann immer nochmal neu anfangen und so. Ich würde dir das auch immer unterschreiben. Das glaube ich in der Tiefe meines Herzens auch. Aber in der Realität, finde ich, fühlt es sich dann manchmal so an, als wären all diese Türen, von denen einem auch gesagt wurde, dass sie eben offen stehen, dann irgendwann doch, als wären davon auch erstaunlich viele dann zugegangen, weißt du, weil man sich auch nicht gekümmert hat oder weil man nicht durchgegangen ist oder weil man dachte, das mache ich später mal oder so. Und dann ist das Leben, finde ich, zu einem gewissen Zeitpunkt, und das finde ich auch ab 30 vor allem, weißt, dann hast du schon Sachen zu verlieren oder dann hast du schon Sachen zurückzulassen. Es ist halt nicht immer nur so nach vorne und alles neu, sondern der Mensch kommt auch meiner Erfahrung nach immer an den Punkt, wo er dann das, was er hat, auch haben möchte und wo er von diesem Punkt aus weiterdenkt und nicht mehr von null und nix und ich habe gerade mein Elternhaus verlassen. Und das hat schon einen Einfluss darauf, wie man sein Leben lebt und gestaltet. Ich finde gar nicht, ich will gar nicht sagen, das eine ist besser oder schlechter, es geht gar nicht um eine Wertung. Ich finde nur, dass sich da was verändert hat. Ich hätte jetzt unheimlich gerne, dass Zimmerfrei noch mindestens 50 Jahre weitergeht und dass wir dich nochmal treffen können, wenn in 30 Jahren, also wenn du 63 bist, dann wüsste ich gerne mal, was du über das sagst, denkst, was du gerade gesagt hast. Aber kannst du mir sagen, warum? Weil du hast es jetzt gerade schon mal gesagt unten, dass du findest, dass das so, dass das eigentlich untypisch ist fürs Alter oder dass du gar nicht, dass du jetzt noch nicht in so Erinnerungen schwelgen würdest, wenn man Anfang 30 ist. Habe ich das unten gesagt? Ich meine nur, dass du so Türen hinter dir zumachst, die du vielleicht mal bedauerst, nicht mehr aufzukriegen. Meinst du? Ich weiß es nicht. Ich denke ja immer, meine frühere Mitbewohnerin hat immer gesagt, nicht wahrgenommene Chancen waren auch keine. Hey, und ich glaube, man muss eher damit seinen Frieden machen, dass die Türen, durch die man nicht gegangen ist, vielleicht am Ende auch gar nie Türen waren, die wirklich für einen offen standen. Das ist gut, das merke ich mir. Danke. Ich danke. Ach, ihr zwei. Während ihr beiden euch da oben über das Studium der Philatelie auf der Sorbonne unterhalten habe, habe ich mit meiner eigenen Händearbeit eine kleine Versuchsanordnung errichtet. Bevor ich erkläre, worum es dabei geht, möchte ich aber diejenigen, die sich erst jetzt in diese Sendung einschalten, darüber informieren, dass ich gerade das Bilderrätsel gelöst habe. Drei, sagt mal das Lösungswort. So, es geht jetzt um Folgendes. Ich stelle dir jetzt mal vor, wie das wäre, wenn man einen großen Preis gewinnt, einen großen Fernsehpreis gewinnt. Du hast ja auch mal einen Grimme-Preis gewonnen. Ich darf in aller Indezenz darauf hinweisen, dass du da nicht alleine hier stehst. Aber das war's dann auch im Prinzip. Und was Fernsehpreise anbelangt, wir dachten uns, wie wäre es denn, wenn man mal im Oscar oder etwas Ähnliches, also du siehst ja die Wertigkeit hier, das ist nicht Oscar, das ist Hedwig, das ist also ein ähnlich hochdotierter Film- und Fernsehpreis. Und wir stellen uns vor, wie das wäre, wenn wir den bekommen. Wir bekommen ihn aber nicht alleine. Wir bekommen ihn zusammen mit jemand anderem, der hinter diesem Theater steht. Und wir denken uns jetzt gemeinsam eine Dankesrede aus. Das Problem ist aber, dass unser Partner mit dem ersten Wort seiner Rede einen Buchstaben in die Welt wirft, also der Initialbuchstabe. Und wir müssen mit unserem Satz dann den nächsten alphabetischen Buchstaben aufgreifen. Und wenn es also immer so weitergeht, da vorne sind die Buchstaben A, B, C, D, E, F, G, K, Z. Und das heißt, wir müssen im Alphabet durchgehen. Ja, und das ist kompliziert, es ist fast nicht zu verstehen. Und gerade deshalb macht den Anfang unsere gute Freundin Christine Westermann. So, ach so, kommt erst eine Stimme, die mir sagt... Und jetzt... Ein Preis für unsere Hauptdarsteller Christine Westermann und Bernie von Flausch für den romantischsten Kuschelfilm des Jahres. Ich freue mich. Ich auch. So, wir beginnen. Ich gebe dir den Buchstaben vor, mit dem du deinen Satz anfangen musst. Okay. Das hat man mir so gesagt. Du musst anfangen mit dem Buchstaben H wie Himmel. Heinrich Himmel, ich danke dir, dass du uns bei diesem Film so gut geholfen hast. Ich danke ebenso. Martha. J. H-H-I. Achso, es geht so runter. H-I. Ja, Alphabet. Kennst du nicht das Alphabet nach dem I? Kommt das ja, aber ich hab's so eine Abbildung. H-I. Mach schon. Ingrid. J. Wenn J. J. Du musst Jutta. Jutta. H-I hast du schon. Ja, hab ich schon. Jutta, wenn du nicht gewesen wärst, wäre dieser Film niemals zustande gekommen. Könnten jetzt noch ewig Namen aufzählen, aber etwas anderes brennt uns auf der Seele zu sagen.
Lieber möchte ich nichts mehr sagen. Ich möchte lieber Namen nennen. Mach keinen Scheiß! Norbert. Norbert, dir möchte ich ganz besonders danken. Norbert, und du weißt auch warum. Ob Norbert das wohl wirklich weiß, erzähl's uns doch mal. Partiell weiß er das. Quatsch! Red dich doch jetzt nicht so dumm raus. Wir sind hier auf einer Feier. Bravo! Bravo! Sehr gut, Christine. Und jetzt Katrin Bauerfeind und Hausschwein Eberhard. Preis für die geilsten Säue von Köln. Ja, da freuen wir uns. Wir fangen an mit dem Buchstaben S wie Schimmel. Okay. Sauerei, dass wir geilen Schweine den Preis bekommen. Toll, ganz toll ist das. Unfassbar. Vielleicht hätte ja auch jemand anderes gewonnen. Ach, willst du mich verarschen? Wer denn? Xaver zum Beispiel. Yo, Xaver. 10.000 haben sich beworben, aber wir haben es geschafft. Aber wir haben es geschafft, richtig. Bitte wiederhol nicht alles, was ich sage. Christus, ey. I don't know. Das Wichtigste an diesem Preis wird uns jetzt Katrin Bauerfeind erzählen. Es ist der Preis an sich. Filigran in der Form. Gusseisern. Handförmig. Individuell. Ja, das wollte ich auch sagen. Klasse, klasse. Oh, oh. Und hier kommt der große Preis für Götz Altsmann und Flo Kati für die eleganteste Art, sich aus der Affäre zu ziehen. Ja, Flo Kati, alte Säule, hier unser Preis. Wir fangen an mit dem Buchstaben P wie Pimpernel. Pimpernel, P. Prachtvoll, dieser Preis, den ich immer schon mal haben wollte. Quatsch, kein Blödsinn. Red du mir nicht dauernd dazwischen. Sag jetzt mal, warum wir die Besten für diesen Preis sind. Topografisch gesehen steht uns der Preis schon mal deshalb zu, weil wir hier in Bocklemünd sind. Und warum noch? Von vornherein war mir klar, dass ein Preis, der die Form einer zarten Damenhand hat, nur nach dem lebenden Vorbild von Doris Lehner gegossen gewesen sein konnte. Weißt du, woran mich dieser Preis erinnert? Xantippe. Xenophobie. Yes! Zum Kuckuck! Aber wir sind auch hier, um etwas ganz Besonderes zu verkünden. Bereits die ganze Zeit möchte ich es sagen, mein lieber Flo Kati. Wir möchten verkünden, dass wir es wahr machen. Unsere Freunde haben es lang vermutet, aber wir drehen einen zweiten Teil. Christine Westermann und die Rache der Erderbten. Ganz genau. Dazu kommt noch ein dritter Teil, der heißt Flo Kati, Flo Kati, Flo Kati. Ein Flo Kati war doppelt, den müssen wir abziehen. Flo Katis kann man nicht oft genug erwähnen. Gut. Hau den Dudel, alte Säule. Oh. Was schwebt dir denn so vor? Welche Preise hättest du denn noch gern? Bitteschön, dein Preis. Gib her, gib mir die Hand. Prima, ich weiß schon, was ich jetzt damit mache. Nämlich? Ja, ich leg mal Hand an. Martin Reinl, der beste Puppenspieler der Welt, meine Damen und Herren. Gleich den Krimi-Preis zu kriegen, war doch super, oder? Relativ schnell. Das kann man nicht anders sagen. Nach einem halben Jahr oder so, das ist wirklich super. Und dann denkt man, jetzt läuft's, oder was denkt man? Das denkt man auch. Ich habe ja immer eher Angst gehabt, dass die Dinge zu früh kommen.
Weißt du? Also ich dachte ja immer, oh Gott, was soll denn jetzt kommen? So. Mhm. Meine Eltern haben immer gesagt, man soll sich auf gar keinen Fall, also so eine schwäbische Erziehung prägt mich da immer. Meine Eltern haben quasi immer gesagt, jetzt kauf dir doch nicht schon jetzt so ein super Auto, weil brauchst du noch alles, wo drauf nachsparen kannst. Also selbst wenn man sich Anfang 20 sein Traumauto kaufen kann, kaufst du bitte erst mit 50, damit man noch was hat im Leben, worauf man sich freuen kann und so. Und wenn du dann so schnell so einen Preis gewinnst, dann habe ich gedacht, jetzt ist das Leben im Prinzip auch ein bisschen schon vorbei. Ne? Was soll jetzt noch kommen? So, wie war denn das eigentlich, den Grimme-Preis zu kriegen damals? Ich war leider nicht dabei. Ja, das war furchtbar, dass du nicht dabei warst. Ach so, ja. Aber ich habe 2 Grimme-Preise. Du hast nur einen. Du hast 2 Grimme-Preise? Ja, weil mir der erste am nächsten Tag gleich runtergefallen. Und dann war der kaputt und dann habe ich da hingeschrieben und dann habe ich am nächsten Tag einen neuen gekriegt. Hast du den ersten renoviert? Das dauert natürlich an, du hättest das Geld zweimal gekriegt, aber es gibt gar kein Geld beim Grimme-Preis. Leider kein Geld. Nee. Wenn du von deinen Eltern redest, wofür bist du denn deinen Eltern dankbar? Für alles. Also ich finde, ich wäre ohne meine Eltern nicht das, was ich bin. Und also man hat das ja immer, ne? Man kommt immer in das Alter, wo man so denkt, ja, man will auf gar keinen Fall werden wie die Alten. Man wird alles anders und besser machen. Und knapp 10 Jahre später festzustellen, man ist einfach genau wie die und findet es dann ja auch schon zum ersten Mal ein bisschen spitze. Wem bist du denn ähnlich? Deiner Mutter eher? Oder? Beiden. Ich bin eine perfekte Mischung aus beiden, wirklich. Ja, auch optisch und so alles. Die haben sich quasi genau in der Mitte getroffen. Also so. Und ich habe also auch die Macken von... Das hoffen wir. Das hoffen wir, meine Damen und Herren. Aber ich habe auch die Macken von beiden, also die besten. Ich bin so ein Best-of-Macken von beiden. Was ist denn eine schöne Macke von deiner Mutter? Meine Mutter Schuhe, mein Vater Büroartikel. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie es bei mir zu Hause aussieht. Das vereinige ich auch in mir. Nein. Bist du ihr Vater? Nee, ihr Bruder. Na, Angeber. Ja, aber wer weiß, vielleicht also Halbbruder. Ne? Du sammelst, was sammelst du, so Locher oder so Zeug? Alles, ich finde alles so Sachen, wo man so was zusammentackern, heften kann, so Kleberchen, so Post-its. Ordnungssysteme, so Ordnungssysteme, ja. Stifte, Folianten, schöne Stifte, Fächer, alles, finde ich alles ist super. Ja, das ist mein oder? Leben, ist das. Danke. Aber wenn man eins hat, hat man doch dann genug. Nein! Das stimmt, das ist ganz falsch. Was soll das denn heißen? Das ist ganz hast du eine Unterhose, hast du auch nicht genug. Genau, genau. Aber ich steck mir doch den Loch an. Ich schon. Wir sollten unbedingt mehr trinken. Haben wir was von dem ausländischen Sahnelikör? Ja. Dessen Name nicht genannt werden darf. Du sammelst Büroartikel. Ich sammle so vor allen Dingen so Ordnungssysteme. Ich sammle vor allen Dingen so Ordnungssysteme. Ich finde es toll. Oder? Ja, nee, so ganz altmodische, so besondere Pappdeckel, die sind in so einem Kanzleigrün, was es gar nicht mehr gibt. Mhm. Oder so marmorierte Sachen, die werden in der Tschechoslowakei, in der Tschechien noch hergestellt. Und so, das ist super, damit so jeden Tag zu hantieren, seine Sachen ab. Als diese blöden Bunte, diese scheiße Dinger aus Plastik, bunt, bläh. Nein, das will ich nicht. Ich will diese traditionellen Büroartikel. Und da gibt es nur noch ganz wenige Geschäfte, die das überhaupt noch führen. Und jetzt sehen Sie eine Matz von Lutz van der Horst. Ich bin hier im Theater Frankfurter Hof in Mainz und bin verabredet mit Frank Markus Barwasser. Hallo. Hallo, Lutz. Und irgendwie kommst du mir bekannt vor aus dem Fernsehen. Oh. Ja, du mir aber auch. Ehrlich? Irgendwie so ein bisschen Theater das vielleicht? Egal. Warum sind wir jetzt ausgerechnet hier verabredet? Als ich Katrin kennenlernte, sprachen wir über Theater, über Bühne, Soloprogramm. Und ich habe sie da sehr, sehr ermutigt und ermuntert, diesen Weg zu gehen. Und offenbar war das nicht ganz erfolglos, denn sie tourt mit ihrem Soloprogramm und wird hier bald auftreten. Und zu meiner Schande muss ich gestehen, ich habe sie noch nie live gesehen, werde das jetzt hier in Mainz nachholen und mir Karten besorgen. Super. Jetzt stehen wir in dem Saal, wo Katrin auftreten wird. Mhm. Und sie hat ja schon viel gemacht, Fernsehen, Film auch. Mhm. Ist Bühne was für Sie, würdest du sagen? Ja, absolut. Also da sehe ich sie zu allervorderst. Spontanität ist eine ihrer ganz großen Stärken. Da finde ich sie auch am hinreißendsten, wenn sie spontan reagieren muss auf gerade ungeplante Situationen. Mhm. Und sie hat ja auch das Talent, dass man ihr einfach gerne zuhört. Also, und dann, ja, spontan ist sie fast am stärksten. Mhm. Sie war ja auch bei dir in der Sendung. Mhm. Würdest du sagen, gibt es Gemeinsamkeiten zwischen euch oder auch Unterschiede? Also, ja doch, es gibt eine Gemeinsamkeit. Wir sind beide sehr schlecht im Kopfrechnen. Oh, da fühle ich mich ein. Ja. Sie musste bei mir assistieren, in der Sendung Bauerfeind assistiert. Und da gab es etwas zum Kopfrechnen während meines Live-Programms. Was uns trennt ist, ich kann ganz gut bügeln, sie nicht.
Sie sollte mein Pelzighemd bügeln vor der Show. Und hat es dann, hat es dann verweigert. Mangels Kompetenz. Ich habe ihr dann auch ein rotkariertes Hemd habe ich ihr geschenkt. Okay. Würde mich mal interessieren, ob sie es noch gelegentlich trägt. Also du hast gesagt, du siehst sie auf der Bühne. Heißt das eher nicht im Fernsehen? Doch, auf alle Fälle auch Fernsehen. Aber halt mal raus aus dieser Nische. Und vielleicht mal nicht als Sidekick, sondern wirklich eigene Sendung, groß, 20.15 Uhr, weil sie wirklich eine großartige Präsenz hat. Und ich fürchte, sonst endet sie auch, also diese ewige Nachwuchshoffnung mit 65 in Fernsehrente. Okay. Und das wäre einfach sehr schade. Ja? Ja. Also, liebe Programmverantwortlichen, gebt der Frau endlich meine eigene Show. Und wenn ihr schon dabei seid, mir bitte auch. Und ich möchte ja auch wieder mal was machen. Ja, wir drei? Ja. Gute Idee. Ja. Und dann mal zurück ins Studio. Das war echt eine gute Idee, oder? Wir fünf. Ja. Sehr gut. Wir fünf. Barbasser alias Pelzig im Gespräch mit Van der Horst. Hier bei Zimmerfreies Lied mit unserem 13. Gast Katrin Bauerfeind. Was meint er mit Nische, Katrin? Also, wenn er sagt, raus aus der Nische? Ich bin ja bei Dreisat. Ich weiß gar nicht, ob ihr es wusstet. Also das ist Kulturfernsehen, unter was es ja dann am Ende läuft und so. Alles, was ich mache, kommt jetzt nicht bei den Hauptprogrammen ARD, ZDF oder so. Das ist das, was früher einfach an einem Sonntagnachmittag in der ARD lief, das läuft jetzt auf Dreisat. So. Das meint er mit Nische. Also das ist schon, ist eine Nische. Und ist das schlimm? Ich finde das eigentlich überhaupt nicht schlimm. Ich weiß ja auch, warum ich zu Dreisat gegangen bin. Ich habe damals mit ganz vielen Sendern gesprochen und Dreisat waren die einzigen, die sagten, wir sind ein kleiner Sender, aber bei uns kannst du machen, was du willst. Und da haben die sich immer dran gehalten. Das ist ja das Paradies. Man kann ja gar nicht so oft machen, was man möchte. Und ich habe mich da immer super wohlgefühlt und fand das immer super. Aber in der Tat, ohne etwas gegen die Nische haben zu müssen, fände ich es trotzdem gut, den nächsten Schritt zu machen oder also für sich selber sich weiterzuentwickeln. Also es ist in der Tat so, dass die Nische natürlich eine kommode Fernsehexistenz möglich macht. Das ist richtig. Wer wüsste das besser als Christine und ich mit unserer schönen Sendung Zimmerfrei, die jetzt einem ihrer weiteren Höhepunkte entgegenstrebt. Denn wir kommen zur Hausmusik. Katrin Bauerfeind. Oh, meine sehr verehrten Damen und Herren, singt jetzt zu uns einen von Hildegard Knef berühmt gemachten deutschen Text auf The Lady is a Tramp aus dem Musical Babes in Arms, das so viele schöne Lieder hervorgebracht hat, unter anderem auch My Funny Valentine. Ich hab's mit den Mandeln, ich muss es vorneweg sagen. Ich bin zu hungrig für Hungerdiät. Komm im Theater fast niemals zu spät. Bin auch im Flirt keine Kapazität. Ich glaub, ne Dame werd ich nie. Ich schlaf auf Partys fast immer gleich ein. Kenn alle Biere und nie einen Wein. Hab gegen Playboys ne Antipathie. Ich glaub, ne Dame werd ich nie. Sag, was du willst, ich bin, wie ich bin. Lebe dahin. Was kommt, das kommt. Denk nicht an morgen und leb irgendwie. Also, ne Dame werd ich nie. Heute ist heut. Ich leb für den Tag. So wie ich mag. Was kommt, das kommt. Werde kein Gretchen, wahrscheinlich kein Vamp. War nie eine Lady, werd keine Lady. That's why the lady is a tramp. Katrin Bauerfeind! Phänomenal! Großartig! Katrin Bauerfeind, meine Damen und Herren! Ich dachte, dass ich nicht singen kann. Du hast eine super Stimme. Ja, das war fantastisch. So rauchig. Ich meine, die ist auch wirklich toll. Rauchig und fleischessig. Jetzt kommt noch jemand, der ich sehr mag. Also wir mögen dich sehr gerne. Und derjenige, der jetzt kommt... Den mögen wir auch sehr gerne. Den mögen wir auch. Und der sagt es auch so deutlich. Das ist ganz schön. Ja, hallo, liebes Zimmerfrei-Publikum. Liebe Christine, verehrter Götz. Also... Die Katrin, die würde ich in jede WG einziehen lassen. Wenn man die kriegen kann, die ist so wunderbar, dieses Gefäß der Lust. Diese Frau ist einfach nur gesund.
Und das ist gut. Gunther Sachs hat damals in Saint-Tropez für seine Brigitte Bardot aus dem Hubschrauber 1000 Rosen in den Garten geworfen. Für Katrin würde ich 1000 Hubschrauber abwerfen. Sie ist der Traum aller Feuilletonisten, aller Kulturredakteure. Ganze Auflagen von Tempo sind, glaube ich, schon für sie draufgegangen. Also, da schlägt mein Herz. Als wir uns damals am Strand von Haiti kennenlernten, bin ich mit einem Gedicht von Novalis eingestiegen. Ich habe gesagt, Katrin, wer Schmetterlinge weinen hört, der weiß, wie Wolken schmecken. Im strahlend hellen Mondlicht möchte ich dich stundenlang. Da waren wir auch schon wirklich in einem Fachgespräch vertieft. Also, wenn ihr die kriegen könnt, auf jeden Fall alle das grüne Schild hochhalten. Und wenn sie zickt, ruhig bleiben, Tee trinken, Kräutertee, Yogi-Tee, Seppel-Kasper, Melchertee, Buckelbürzel, Brustlungenpanzer, Bimmel, Nierentee, Tee aus der Tüte, aus der Tonne, indische Krumi, japanisch am Stück. Hauptsache, Katrin ist in der WG. Also, nehmt sie. Ja, das ist der Atze. Der großartige Atze Schröder, meine Damen und Herren. So erkennt ihr aus? Wir kennen uns tatsächlich aus dem Bett. Also wir sind eingestiegen im Bett. Ich habe ihn interviewt für meine Sendung. Und wir haben dieses Interview im Bett gemacht. Und ich habe auch eine, ich habe eine Perücke getragen und eine Brille. Und wir haben den Nachmittag im Bett verbracht. Und warum? Das ist ja sehr intim, muss man sagen. Ja, und warum wolltest du ins Bett? Der Atze ist so der Typ fürs Bett, dachte ja, ich. Ja, wir waren so ein Tigerfell und so, ne? Ja. Ja, das war schön. Ach, so ein Bett. Ja, so ein Bett. Ich dachte so Federbett. Nee, allein. Nein, natürlich. Federbett, natürlich. Ich möchte unbedingt wissen, warum du noch lernen willst, angstfrei zu klettern. Steht in unserem Fragebogen, also, ne, was sie gerne... Aber das, die Frage ist ja so, wovor man gerne weniger Angst hätte. Ja, aber warum willst du klettern? Du musst weil ich mir das wunderschön vorstelle. Ich stell mir das, also ich, aber du hast so Angst. Genau, ich habe Angst. Aber also, deswegen will ich ja lernen, angstfrei. Deswegen, genau. Aber stellt euch vor, ihr könntet angstfrei klettern. Ich kann zum Beispiel mir angstfrei Torten ins Gesicht schmeißen lassen. Und genau das hast du eingangs erzählt, das haben wir damals versucht. Du hast keine Torte abbekommen. Ja. Und das hat dich nicht angstfrei, sondern zornig gemacht. Und deshalb haben wir gesagt, wir geben dir noch mal eine Chance. Schau mal, wir begeben uns jetzt mal hier hin, wo gerade eine schöne Versuchsanordnung für uns aufgebaut wird. Guck mal, was hier gebaut wird von unserem großartigen Team, meine Damen und Herren. Du siehst eine Kaffee- und Tortentafel. Wunderschön. Und wir werden uns jetzt hinter diese Wand begeben. Schau mal. Ja. Und wir werden uns von Fachmännern, weil du damals nichts abbekommen hast, von Fachmännern des Tortenschmeißens, werden wir uns veredeln lassen. Wir nehmen Platz hier hinter diesen Dingern. Wir gucken durch diese Löcher. Es ist so. Ja, passiert. Es ist so. Und ich darf die erste Rutsche unserer Fachwerfer bitten. Du machst aber wir müssen der ganzen Chose erstmal Qualität und Klasse verleihen. Hier ist unser zimmerfrei Kurorchester. Und jetzt kommt die erste Rutsche unserer Werfer, meine Damen und Herren. Zunächst kommt der Kellner, der Bäcker und der Schmeißer. Und Applaus! Schön großes Gesicht. So, und los geht's mit dem Bäcker. Und jetzt die zweite Rutsche. Ein Handballer, ein Wasserballer und der Tortenwerfer par excellence, Hugo Egon Balder. So. Bitteschön. Zurück, ne? Ja. Nein! Das war's? Ja.
Ja, das war doch so geplant. Das war alles, was Sie abgekriegt haben. Ich hab den ganzen Kuchen. Meine Damen und Herren, man muss sagen, Sie haben es versucht. Vielleicht beim dritten Mal. Vielen Dank, Hugo. Vielen Dank, alle anderen. Freude. Willkommen. Vielen Dank, Frau. Und danke an Zimmerfreikorchester. Dankeschön. Und jetzt ist es soweit. Wir schreiben zur Abstimmung, meine Damen und Herren. Sind Sie der Meinung, dass Katrin Bauerfeind bei uns wohnen bleiben darf? Rot für Nein, Grün für Ja. Die Abstimmung kommt und hoch mit den Karten, meine Damen und Herren. Katrin, schau mal, die Menschen wollen, dass du bleibst. Nur grüne Karten, herzlichen Dank. Wir danken allen.